Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich glaube, ich kann eh keinen Speer mehr mitnehmen, oder? Nee. Eieieiei. Ja, geh mal den Weg, ne? Vielleicht entdecken wir noch was. Ihr seht, da hinten steht der nächste Wolf. Da ich keine Heilung mehr habe und ich hier nur auf 40% laufe, gehen wir dem mal gepflegt aus dem Weg. Ich wusste doch, wo ein Wolf ist, ist auch ein zweiter. So, wie sieht's denn aus? Ja, ich laufe auf jeden Fall richtig, ist ja schon mal gut. Aber wir können natürlich auch mal hier oben noch mal kurz gucken. Ist natürlich nicht, ob so Höhlen irgendwie einfach so wild in der Wildnis sind oder ob es da immer ein Weg hingehen muss. Ach, jetzt bin ich hier bei einem anderen Dorf, ne? Naja. Gut, rein theoretisch. Aber wenn ich zu Hause bin, können wir vielleicht nochmal. Wenn wir nochmal ein Schwein. Ein, zwei Bäumchen machen oder sowas. Aber ansonsten können wir auch knacken. Obwohl, wir werden ja wahrscheinlich eh geweckt werden. Wir werden ja wahrscheinlich eh geportet, oder? Kommt der Frühling. Wir können natürlich jetzt hier gleich mal eben gucken, wegen Häuser aufwerten. Ich denke, das ist schon mal eine gute Sache. So, wir hauen jetzt erstmal hier Pelze und sowas hier rein. Leder, Salz und so hauen wir gleich mal hier. Salz, Fleisch. Ach komm, wir machen mal eins. Ich weiß nicht, aber wir hatten, glaube ich, vorhin eins gesehen, ne? Und dann machen wir den Rest in Fisch. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Wäre halt auch schön, wenn das irgendwie so werkbankmäßig wäre, dass man es, wie es so anderen Spielen kennt, dass man es halt reinlegt und das wird dann irgendwann fertig und man kann es abholen. Fände ich persönlich jetzt ein bisschen besser. So. War natürlich jetzt dumm, das eigentlich jetzt zu machen, weil das natürlich jetzt gleich schon wieder 25% verliert. Oder 20 oder was weiß ich, je nachdem. Deswegen brate ich das Fleisch jetzt auch noch nicht, den Fisch auch noch nicht. Aber gut, ihr seht halt, wo ist denn mein Gesagt? Ach hier. Ja, ist schon ein Unterschied, ne? Und die andere Sache. Ja, ihr seht, der Fisch ist halt, ja, ein bisschen leichter auch wie Fleisch, also. Moin. Achso, warte mal. Sehen wir das denn eigentlich hier? Ja, nicht wirklich, ne? Die Anzahl der Punkte, die uns fehlt oder so. Ach doch, hier, 151 Punkte. Ja, warum ist er denn auf 50 Punkte am Hängen? Ist das vielleicht buggy bei mir? Guck mal, hier bin ich mit 186 Punkte hier unten, Alter. Hier stimmt das. Ach du Scheiße. Ach so, weil ich hier 500 brauche, oder was? Ja, ein Punkt gibt das. Ein Punkt. Ah, das ist das Problem. Krass. Deswegen passiert hier auch nichts gefühlt. ...500 muss ich haben. Für die nächste Stufe.
Ich habe gerade mal ein Drittel, noch nicht mal ein Drittel. Guck mal, Landwirtschaft brauchst du 10 Punkte. Aber Schmiede bräuchten wir auch 500. Okay. Ja, sollte man natürlich mal drauf achten, ne? Naja, wir müssten halt dann mal gucken. Okay. Was wir für ein Tier kriegen, wenn wir ein Tier jagen. Ob das auch dann immer die gleichen sind. Aber gut, das wird noch dauern, bis wir das mal irgendwie... irgendwie startklar haben. Aber gut, man muss ja auch ein bisschen langfristige Ziele haben. Gut, was trinken. Dann werden wir was essen. Beziehungsweise uns heilen. Und dann werden wir es gerne nochmal mit dem Hammer gucken. Ja, ich überlege, da packe ich Fleisch erstmal rein. Ein bisschen was passt ja noch, komm. Fisch auch erstmal. Feder, Leder kann drüben rein. Haben wir hier noch Federn drin? Warum ist denn hier Leder und Pelz drin? Was ist da los? Wahrscheinlich, weil hier schon wieder voll ist, Alter. Das ist hier gerade zu sehen. Ja, kannst du mal bitte so machen? Aber passt doch genau rein. Passt doch rein. In die Judestube. Gut, 38 Federn. Wir bräuchten also ein paar Federn. Damit wir mal ein paar Pfeile machen können, ne? Weil mit 19 Pfeilen, wenn wir jetzt ohne Speer losziehen, ist natürlich schlecht. Stapel mit 10 Eisenbolzen, Stapel mit 10 Steinpfeilen. 50 Federn. Okay. Naja, wir können ja mal welche suchen, aber jetzt im Winter ist natürlich schlecht, würde ich sagen. Ja, pass auf, wir heilen uns jetzt erstmal, man weiß ja nie. Legerich, nehmen wir gleich mal. Obwohl, jetzt kommt der Frühling, dann können wir den auch wieder sammeln. Nehmen wir mal 10. Lass uns mal kurz heilen. Juti, ansonsten. Ja, da will ich mal eben gucken, eigentlich, wo wir könnten von jedem einen essen. Wie viel Haltbarkeit das verliert. Juti, jetzt holen wir kurz den Hammer. Der hier schon gar nicht mehr drin ist. Drüben wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich da hinten drin. Na, sag ich doch, Alter. Eieiei. Ja gut, aber da hinten haben wir eh gebaut, ja. Das könnte natürlich sein, dass das sonst Stufe 2 ist, oder was? Was man bauen kann. So, gucken wir eben. Der macht mal 7. Ne, ich kann hier nichts machen, ey. Also, aber da war auf jeden Fall einer aus Holz gerade, ne?
Vielleicht ist das dann Stufe 2 oder so, was man bauen kann, ich weiß es nicht. Also hier geht gar nichts. Sieht auch alles gut aus. Naja, gut. Ich würde sagen, wir knacken einfach. Wir werden dann wahrscheinlich eh gleich aus dem Bett geschmissen. Ich will euch jetzt hier nicht die ganze Zeit hier alles immer im Dunkeln zeigen. So. Steuern zahlen! Woo, woo, woo. Ja, das ist auch ein perfektes Ende dann für die Einführung hier. Dann gehen wir nämlich jetzt Steuern zahlen. Wo habe ich denn eigentlich schon mehr? Hä? Ich habe ein Steinmesser mit 200%, Alter. Und wo kommt es her? Hier auch. What? 35% verliert das? Das ist aber schon heavy. Leute. Was ist im Moment... Also alles, was ich im Inventar habe, gebratene Fisch sogar 50%. Eieieiei. Okay. Federn haben wir noch nicht. Ja. Dann macht die doch auch aktiv am besten. Liefer bis Unikus. 225 Münzen will er haben, Alter. Alte, kleine. Hey, aus dem Jäger wird wieder der Sammler. Naja gut, wir werden uns jetzt noch eben um das Feld kümmern. Jo. Nehme ich mal die Hacke für mit. Weiß nicht, ob wir die brauchen. Dann gehen wir gleich Steuern noch zahlen. Warte mal, ich nehme mal hier den Beutel auch mit. Weiß nicht, ob wir den zum Ernten brauchen. Oh, warte, ich nehme mal den Hammer auch mit, ey. Ich weiß nicht mehr, Feld bauen. Wir müssen ja ein Feld anlegen. Für die Quest. Servus! Okay, so können wir nämlich gar nichts machen. 7 und 6. Sense, Alter, wollt ihr mich? Ich meine, ja, klar, macht Sinn. Aber ich kann sie doch wahrscheinlich nicht bauen, ey. Ei. Jetzt müssen wir mal gucken. Also gesehen habe ich es schon. Eine hölzerne Sense wäre aber auch komisch, oder?
Eieieiei. Können wir kaufen. Ich weiß, der Unigast hat die, der oben, der hatte die auch, meine ich. Aber ich meine, dieser Unigast-Typ hätte die auch irgendwo gehabt. Aber ich habe die auch irgendwo zum Leeren gesehen gehabt. Oder war das alles in der Schmiede? Eieieiei. Naja, gut. Haben wir das also auch? Müssen wir vertagen? Ja, ich zieh mal eben die anderen Klamotten an. Ja, und ihr seht, Bären sind wieder da. Wir könnten Bären pflücken oder. Die Stiefel könnten wir eigentlich auch anlassen, oder? Aber hier die Schuhe sind weniger Gewicht. So. Ja, Essen nehmen wir mit. Das werden wir uns jetzt unterwegs dann noch snacken. Wir gehen jetzt Steuern zahlen, da einfach damit ihr das auch nochmal seht. Und denke ich, das ist ein guter Abschluss dann für dieses Jahr, was ich euch zeigen wollte. Und dann schauen wir mal, ob das hier weitergeht, ne? Ihr da Bock drauf habt. Also das könnt ihr mir auf jeden Fall am Ende von dieser Folge reinschreiben. So, da sollte ich mal eben was testen. Den Hinweis, den ich gekriegt habe. So, warte. Steinaxt. Ja, geht echt schneller, ey. Ist ja ein Witz, ne? Weil er dann nur eine Hand nimmt, oder was? Wir müssen jetzt Steuern zahlen, da können wir gleich schon mal ein bisschen Geld mitnehmen, ne? Ja, ansonsten, wird der Frühling natürlich jetzt Geld machen. Ich laufe schon wieder viel verkehrt, ne? Geld machen angesagt sein, aber wir nehmen ja eben die beiden Ausrufezeichen mit. Weil Quests zählen ja immer irgendwie für eine Saison, glaube ich, oder? War das? Daher quatschen wir mal eben mit denen hier. Ja, ansonsten wird der Frühling jetzt so sammelmäßig sein. Ich denke mal, ich werde mir das auch irgendwie dann so strukturieren wahrscheinlich. Muss ich mal gucken. Dass ich eventuell sage, so Frühling immer sammeln. Und aussehen und so ein Scheiß. Im Winter immer zur Jagd. So, Robert. Was geht bei dir, Junge? Erstmal quatschen mir, bevor ich dir eine Quest mache. Schönes Wetter heute, oder? Ja, siehste? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Alter, Robert! Hä? Wir kommen klar, oder? Kann ich dir bei etwas helfen? Hey, Junge, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein älterer Mensch und kann keine Werkzeuge herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt bringen? Ich werde nicht vergessen. Ich kann das machen. Und zwar genau jetzt. Wie? Was willst du? Willst du eine richtige Axt haben oder was? Liefer bis. Ach, zwei willst du haben. Zweimal Stein. Robert. Kriege mal hin, Junge. Pass auf. Ich mache eben Stoni. Ach, das ist ein richtiger Stein. Okay. Alter, jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen hier. Im Frühling sieht wieder alles anders aus. Wieso habe ich denn nur einen Stock, Alter?
ich die alle rausgelegt oder was? So, sammeln wir ein paar Stöckerchens. Einen Stein, dann schließen wir die Quest nämlich noch eben ab. Ich bin Robby. Robby ist gut. Robby werde ich anstellen, glaube ich. Man muss ja auch so ein paar erfahrene Leute haben, weißt du? Robby ist mir sympathisch. So. Das heißt, sie mir Steine auch an? Nee, ne? Was? Ach komm, jetzt ist doch wieder mehr lächerlich. Hau ab, ey. Jetzt haust du auch noch ab, oder was? Pfeife, ey. Ach komm, er hat uns angegriffen, jetzt machen wir noch alle. Zack. Ich hab's dir gesagt, Alter. Leg dich nicht mit dem Zagos an. Sind halt einfach kein gutes Ende. Wir brauchen ja die Jagddinger. Nützt ja nichts. Wir müssen ja immer jagen, jagen, jagen. Ich wollte mal gucken, was wir kriegen für ein Tier. Das machen wir jetzt auch mal eben. ...156. Was hatten wir davor? Hatten wir nicht 155? Wo ist das andere Schwein jetzt? Da. So. Oh, ein Schwein gibt zwei. Haben wir das auch schon mal geklärt. Werde ich bis zur nächsten Aufnahme wahrscheinlich wieder vergessen haben. So, können wir jetzt mal eben einen Stein finden, oder? Aber das geht ja jetzt mit dem Bow aller zwei Pfeile. Also wir sollten... Ja, da ist ein Stein, oder? Wir sollten uns definitiv leider von den Speeren verabschieden jetzt. Weil die einfach viel zu viel wiegen. Da ist einer. So. Ach, da sind noch zwei. Perfekt. Weil ich muss ja auch wieder eine Axt haben, ne? So. Robby! Wo bist du hin? Oh, wir müssen noch knacken oder was? Ne. Wer hatte denn noch eine Quest? Kanutka, hinten auf dem Feld. Robert, da bist du doch. Hier, die Axt. Vielen Dank, Prozent Malz to Malz. Was? Ich danke dir vielmals. Und früher kenne ich ein paar Krafttrinkrezepte. Ich würde sie dir gerne zeigen. Ja, gerne, Robby. Ja, oh, was jetzt? Irgendwas Malz, hat er mir gesagt. Wo sind denn abgeschlossene hier? Ach so, habe ich jetzt 95 Crafting-Punkte gekriegt. Ja, sowas bräuchte ich mal als Jagdpunkte. Das ist natürlich geil. Dann haben wir das ja jetzt schon fertig hier. Ja, hier. Schmiede können wir bauen. Und dann können wir jetzt hier auch Spitzhacke lernen und so. Wie? Muss ich echt 500 haben, oder was? Okay. Also können wir es auch wahrscheinlich noch nicht bauen, ne? Können wir mal eben gucken. Werkstatt, Taverne, Schmiede 2, Schmiede 3. Wo ist denn Schmiede 1? Ach, hier Schmiede 1. Steht eine römische 2 dran. Ah, ja. Gut, also müssen immer die 500 Punkte haben. Ist ein bisschen verwirrend, aber jetzt habe ich es geschnallt.
Okay, ist aber auch gar kein Problem, die paar Punkte da noch zu machen. Vor allem, wenn wir jetzt eh den Sammler machen müssen. Jetzt sprechen wir mal noch mit Kanuta. Hey, lauf doch nicht weg! Gerdo! Erstmal quatschen wir eine Runde. Schönes Wetter, oder? Ja, guck mal. Wie? Nochmal schönes Wetter? Okay. Wie, jetzt willst du nicht mehr? Nee. Kann ich dir etwas helfen? Ich habe gehört, dass du dich selbst als gut... Der beste Jäger, Kanuta. Der beste! Aber ich wette, dass ich besser bin als du. Also was sagst du? Ein freundlicher Wettkampf in meinem Jagdspiel? Okay, Leute. Wir können natürlich so eine Herausforderung nicht ablehnen, das wisst ihr, ne? Von daher werde ich noch eine Folge machen jetzt hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge nochmal mit dabei, wenn wir hier uns einer Jagdherausforderung stellen. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi.